Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Transport Viewer 2. Und ich entschuldige mich schon präventiv dafür, dass diese Folge sehr kurz werden wird. Kürzer als gewohnt, wahrscheinlich. Ich mache nicht dort weiter, wo ich zuletzt aufgehört hatte, nämlich an der Stahlproduktion, die ja jetzt mittlerweile laufen sollte. Guck mal nochmal kurz. So viel Zeit muss sein. Wir haben dieses Erzwerk und dieses Kohlebergwerk hier an das Stahlwerk angeschlossen. Erz kommt noch nicht an. Klar, die LKWs sind noch nicht so lange unterwegs. Sie gerade erst unterwegs. Sie haben, glaube ich, ihre erste Tour noch abzuservieren. Genau, aber dann wird es losgehen. Und ich wollte eigentlich in der nächsten Folge, also in dieser Folge, schauen, was wir mit dem Stahl machen, wie wir den weiterverarbeiten. Aber ich schaffe es heute nicht. Aus logistischen Gründen, die ich selbst zu verschulden habe, kann ich heute leider kein langes Video machen. Muss früher aufhören. Und deswegen habe ich auch gar nicht die Zeit, mich jetzt hier genau umzugucken und genau einen Plan zu machen, was wir genau machen wollen. Der Leonrad hat vorgeschlagen, ich könnte dieses Warenwerk hier nutzen. Dazu müssen wir erstmal gucken, dass wir Kunststoff bekommen. Und da fehlt mir gerade so ein bisschen die Zeit, mir einen guten Plan zu überlegen. Deswegen dachte ich mir, liebe Leute, es tut mir sehr leid, ich schieb's zwischen rein. Es gibt auch noch was anderes zu tun, und zwar so ein bisschen Verkehr hier. Oh Gott, ich sollte aufhören, so schnell zu reden. Nur weil das Video ein bisschen schneller gehen muss. Wir gucken uns heute so ein bisschen den Verkehr hier an. Ihr seht das hier. Da ist ein bisschen rosa, hier ist ein bisschen rosa. Hier mitten in Honigblume ist es rosa und hier drüben auch. Und hier auch. Also wir haben so ein paar kleine Problemkernchen. Und die gucken wir uns eben an. Und die Folge dauert eben deswegen war heute nicht ganz so lang. Vielleicht findet der eine oder andere sie auch ein bisschen langweilig. Ich entschuldige mich, wie gesagt. Ich entschuldige mich. Nächstes Mal wird es dann hoffentlich wieder normaler. Länger. Besser. Ja, also guck mal, was wir hier tun können. Für diesen Stau. Oh nein. Ja, hier sehen wir wahrscheinlich Linksabbieger. Was ist denn hier los? Achso, ich dachte gerade, ja. Ach, guck mal an, hier fehlt ein Stückchen Busspur. Ich dachte gerade, hä? Da fehlt auch Busspur. Das tut jetzt hier nicht viel zur Sache, aber irgendwie liegt hier dran der Stau, dieser Rückstau hier. Wie eine Ampel oder was? Nee. Vor nicht allzu langer Zeit war hier noch alles frei, oder? Täusche ich mich jetzt gerade? Kann sein, dass ich mich täusche, ja. Nee, ich täusche mich. Ich verwechsel das mit dem anderen Ort. Was kann man da machen? Also. Hier hat jemand ganz, ganz toll eine Brücke gebaut. Hier rüber. Das ist wunderbar versetzt hier, ganz perfekt. Das wird irgendwann mal noch ein Problem werden, glaube ich. Irgendwann wird es Leute geben, die von hier oben kommen oder von hier kommen und hier hin wollen. Noch ist es jetzt nicht so schlimm, aber das wird noch blöd werden. Und dann wäre es besser, glaube ich, sage ich jetzt schon, wenn wir diese Brücke hätten und die würde über diese Straße rübergehen. Also überspannt den Fluss. Die Gleise vielleicht auch oder unter den Gleisen durch, was weiß ich, und geht unter der Straße oder drüber weg und trifft dann hier drauf. Aha. Aus Gründen fehlt hier auch die Busspur. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit dem Stau zu tun hat. Ich glaube nicht. Aber wir machen sie mal hin. Weil hier vorne ist sie auch da. Hier. Und da ist sie wieder nicht da. Das ist eine sechsspurige Straße. Da kann man überall Busspuren machen. Bitte schön. Okay, ich habe sie anscheinend nicht vergessen. Ich habe sie nur einfach nicht gemacht. So. Na gut, also das wird, glaube ich, hier nicht viel ändern, aber dann können wir wenigstens die Straßenbahn ordentlich durchfahren überall. Also eigentlich sieht es gar nicht so wahnsinnig nach Stau aus. Also es ist eigentlich alles frei hier. Es hat nur wieder das typische Problem der KI, dass die halt nur eine Spur nutzt. Die konnten einfach die linke Spur nutzen und geradeaus fahren, solange sie wollen. Es ist frei bis zum Horizont. Aber nein, sie fahren alle auf der rechten Spur und da stehen eben auch die, die nach rechts abbiegen wollen. Das macht mich traurig. Das macht mich so traurig. Aber ich schimpfe immer auf die Linksabbieger, aber hier sind es die Rechtsabbieger. Oder die Rechtsspurfahrer. Ach, ich hasse sie. Ja, hier sind es wirklich nicht die Linksabbieger, sondern
Ja, die Rechtsanwälte, die hier für Stau sorgen. Also da fällt mir gerade nichts ein. Was ist hier los? Da sei Stau. Das sind aber eigentlich nur Busse und hier so ein paar Typen, die hier stehen. Was mich die ganze Zeit wundert, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass hier so viele Leute kommen. Ja, der Stau ist irgendwie weg. Hier ist kein Stau mehr. Interessant. Dass es so viele Leute kommen. Noch ein neuer Bus. Was soll ich denn die ganzen Busse hier? Was sollen wir die denn alle einsetzen? Es kommen so viele Leute und die verlieren sich hier einfach. Die sind verschwunden. Hier wird es von sechsspurig auf vierspurig auf zweispurig und hier ist irgendwie ganz woanders. Ah, warte mal. Ich sehe hier ein grundsätzliches Problem mit diesen Rechtsabbiegern. Ich brauche mich überhaupt nicht wundern, liebe Leute. Wir haben hier. Was ist denn das? Das ist ja keine Ortsdurchfahrt hier. Das ist nur eine Durchfahrt, die kommt am Bahnhof vorbei und geht dann, verliert sich dann hier irgendwo. Die eigentliche Weiterdurchfahrt, die eigentliche Ortsdurchfahrt hier ist dann hier. Das ist ein Problem, liebe Leute. Könnte sein, dass deswegen hier einige Leute abbiegen wollen, weil sie einfach. Ich weiß es nicht, aber deswegen wollte ich gerade mal schauen. Weil sie einfach hier hochfahren und dann hier weiterfahren auf die eigentliche Ortsdurchfahrt und dann hier unten durch. Man kann es nicht erkennen wegen dieser blöden Grünen hier. Warte mal. Nein! Was? Reiseziele? Aha, Moment mal. Oha. Jetzt hängt's. So, liebe Leute. 6 Minuten später, das Spiel ist mir abgeraucht. Tatsächlich, es ist abgestürzt. Ich musste neu laden, es hat 3 Mal so lange neu geladen wie sonst. Und das trifft sich heute natürlich gar nicht gut. Wir sind jetzt wieder am Anfang. Ich habe hier gerade wieder die Busspuren ausgebaut und deswegen haben wir jetzt hier wieder so ein bisschen mehr Stau oder was, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich hier gesehen hatte, liebe Leute, ihr habt es auch gesehen. Das hier ist die Durchgangsstraße, die reinkommt. Und das hier ist die Durchgangsstraße, die rausgeht. Und da müsst ihr das verbessern. Vielleicht liegt es daran, dass die Leute hier nach rechts abbiegen und dann da runterfahren. Das könnte sein. Jetzt müssen wir es wieder ausmachen hier. Ja, wir machen es entweder so, dass wir diese Straße hier oben drauf führen. Das heißt, wir müssen aber viel abreißen. Oder, und ich glaube, das ist die einfachere Methode. Wir nehmen diese breite Straße, führen sie hier weiter, reißen hier ein bisschen was ab, führen sie hier weiter und hauen sie dann hier drauf. Vielleicht wäre das was. Mir ist ein bisschen unwohl dabei, dass dann die Hauptstraße hier so dicht am Bahnhof vorbeiführt. Und hier müssen auch die ganzen Busse rüber die ganze Zeit und wir können da keine Brücke hinmachen. So richtig glücklich bin ich damit nicht. Die Alternative wäre allerdings, dass wir halt hier das ganze Viertel abreißen müssen, um die Straße hier so darüber zu bringen, dass sie hier wieder sauber anschließen kann. Also ob es wirklich viel bringt, ich weiß es nicht. Hier ist nicht viel Verkehr, aber. Logisch gesehen ist es merkwürdig, dass der ganze Verkehr, der hier kommt, einfach hier versickert. Das ist irgendwie merkwürdig. Deswegen wäre schon sinnvoll, vielleicht hier, weiß ich nicht, die Durchgangsstraße besser zu machen. Ganz sicher bin ich mir nicht. Ja. Da muss jetzt eine Entscheidung her. Hier kriegen wir, glaube ich, sowieso keine sechsspurige Straße mehr hin. Ich glaube, wir machen das auch aus Gründen, damit wir hier besser irgendwann Brücken bauen können. Doch so, dass diese Straße hier lang führt irgendwie. Das heißt halt leider viel abreißen. Ah, es tut mir leid. Ja, da wird viel abgerissen. Wir werden hier schon mal ausbauen. Komm mal her. Wo bist du denn? Hier, Stadtstraße. Sollen wir das sechsspurig machen? Ja, die kommen sechsspurig an, also soll es auch sechsspurig weitergehen, oder? Weil fährt er wirklich hier. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir machen das jetzt. Busspur. So. Ausbauen sollte eigentlich kein Problem sein. Oh, da gehen die ganzen schönen Hochhäuser flöten. Traurig. Ja. Machen wir es mal bis hierhin. Da haben wir jetzt unsere Straße. Jetzt müssen wir nur noch von hier die Leute darüber bringen. Und ich glaube,
Wir müssen dazu erstmal. Oh Gott, wir müssen viel abreißen. Das muss weg. Das muss weg. Es tut mir so leid. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, muss alles leider weg. So, jetzt kommen wir da aber durch. Ja. Aber da wirklich noch eine Busspur brauchen, weiß ich also nicht. Das gucken wir gleich mal. So. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier, wie wir damit klarkommen. Also jetzt haben wir hier mehrere Buslinien, die jetzt umgeleitet werden müssen irgendwie. Was ist das? Wieso ist das hier so groß? Warte, das war kleiner hier. Mann. Ist immer nicht so schön, wenn die diese Schachbrettmuster unterbricht und dann einfach mitten durchgeht. Das passt dann immer nicht so gut hier. Also wir müssen die Straßenbahn jetzt hier rüberbringen. Das sind dann natürlich wieder Linksabbieger. Und dann müssen wir uns eigentlich was anderes überlegen, damit sie nicht links abbiegen müssen. Und vielleicht überlegen wir uns hier was anderes. Machen da eine Brücke hin. Und das hier weg. Oh mein Gott, ich reiße so viel ab. Das darf nicht wahr sein. Gut, also wir machen hier eine Brückenlösung hin. Die beginnt auch gleich schon hier. Was? Steig uns raus! Das passt doch super. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Natürlich fährt ihr die Straßenbahn hoch. Ja, Gleise. Darf sogar gerne noch höher. Wir wollen ja schließlich über die Straße kommen. Aha. Gebäude werden entfernt. Ja, so ungefähr könnte man sich das vorstellen. Aha. Aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Wir machen das auch moderner hier. Oh, das ist denn da. Eine wunderbar schicke Betonbrücke. So, sehr linksabbiegerfreundlich. Das kommt weg und wir teilen das hier wieder auf. Und das ist so. Nein! Elendes Teil. So. Okay, ja, das könnte funktionieren. Vielleicht war das dann sogar ein bisschen größer, dass da mehr Leute wegfahren können. Also für die Straßenbahn müsste es reichen. Kann der Verkehr wieder laufen lassen. Jetzt muss er hier eigentlich noch die Straßen dran machen. So, Bau nicht möglich. Steigung zu groß. Hier werden auch schon irgendwelche Kreuzungen wieder hingebaut. Ah. Scheiße. Ja, das sieht das natürlich sehr blöd aus hier. Also ich gebe es zu. Aber wenn wir schon abreißen kommen, dann reißen wir hier noch ein bisschen mehr. Es tut mir so leid. Ich entschuldige mich bei der Stadt eigentlich. Nicht bei jemand Bestimmten, sondern bei der Stadt. Weil es mir leid tut, so da einzugreifen und alles wegzumachen, was die in jahrhundertelanger Arbeit aufgebaut haben. So, jetzt können wir hier kleinere Stücke abreißen. Und das vielleicht besser hinbekommen. Das ist immer noch nicht möglich. Jetzt geht's. Gut, jetzt können wir das da drauf machen. So. Und hier. Guck mal, dass wir diese Kreuzung rankommen. Ah! Das sieht ja komisch aus. Oh. Sieht sehr komisch aus. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so begeistert bin. Aber gut, wir gucken uns das mal an. Zack. Zack. Ampeln alle weg. Gucken wir uns das mal an. Ob das irgendwie funktioniert. Jetzt haben wir jedenfalls unsere Durchgangsstraße. Sie werden es auch wieder vollbauen, ist ja klar. Irgendwann machen die das. Müssen wir mal gucken, ob das läuft hier. Jetzt ist hier gerade gleich eine Bushaltestelle. Ist natürlich nicht so ganz ideal, vielleicht. Aha, wir kriegen das aber hin. Busspur, jawohl. Aha. Jetzt können wir hier aber eigentlich wieder auf die zwei Spuren runtergehen. Nein, keine Busspur. Seid ihr verrückt?
So. Durch die ganze Kreuzung wird es jetzt gerade nicht unbedingt besser. Und es fehlen in dieser Stadt komplett irgendwelche Brücken. Ja, die fehlen wirklich komplett. Vielleicht wäre hier eine nicht schlecht. Ich muss aber beobachten, wie sich das hier entwickelt. Gut, wir lassen das mal ein bisschen fahren und gucken, was passiert. Moment, wir fahren da Busse jetzt hier. Hier fahren keine Busse. Hier fährt ein Bus. Ist natürlich nicht so schön. Aber das gucken wir uns mal an. Wir gucken uns später mal an, wie das alles verlaufen wird. Was ist denn hier los? So, ich dachte, da fehlt irgendwie eine Zickzackstraße auf einmal. Gut, da gucken wir uns vielleicht an einer anderen Stelle kurz ein bisschen an. Oh, ist nicht besser geworden. Da haben wir unseren Bus wieder. Hier haben wir Stau an dieser Kreuzung. Aha. Linksabbieger Bande. Ja. Verdammte Bande. Unfassbar. Aha. Okay, also da ist klar. Die wollen nach links. Viele wollen nach links. Die kommen von hier oben irgendwie. Die kommen vielleicht sogar von hier oben. Und die wollen nach links. Das kann ich mir vorstellen. Das müsste besser irgendwie hinbekommen. Ist aber eigentlich gar nicht so viel. Dafür, dass hier ist von hier oben theoretisch so viele Leute runterkommen können, die alle nach links wollen könnten. Ich gedacht, das ist mehr. Das ist die einzige Gelegenheit oder die erste Gelegenheit, wenn man von hier kommt. Ja, wenn man von hier kommt, ist die erste Gelegenheit, um da nach links abzubiegen und da runterzukommen. Das geht hier nicht. Aber es ist tatsächlich so. Also diese Kreuzung ist schuld und hier gibt es bestimmt einige, die links abbiegen. Na gut, kann man da irgendwas verbessern? Es gab mal so Planungen, dass ich gesagt habe, ja, wir könnten ja aber gucken, dass wir hier runterfahren. Damit die von hier kommen und dann eben nicht hier nach links abbiegen müssen, wenn sie irgendwie in irgendwie diese Richtung hier wollen. Wir könnten aber auch, ich weiß auch nicht, hier weiterfahren. Da irgendwie runter. Also Linksabbieger wird es auf jeden Fall geben hier. Da kann man nichts dran ändern, glaube ich. Zumal es irgendwie schlecht aussieht, hier irgendwelche Brücken hinzubauen. Also dass wir sagen, wir bauen hier runter und fahren über die Straße und dann hier so drauf, dass die rechts abbiegen können. Das wird es ja aber, glaube ich, nicht geben an der Stelle. Die meisten sind hier, glaube ich, Linksabbieger. Gut, erkennen kann man es nicht, alles scheint echt so zu sein. Vielleicht eine kleine Quick-Lösung, eine Ampel hinbauen und hier zweispurig machen, dass die eine Links- oder Rechtsabbiegespur haben. Dann sieht man vielleicht auch, wer nach links will und wer nach rechts will, weil hier müssen sie sich aufteilen. Wobei das Negative ist jetzt, dass die Ampelphasen gleich sind. Die kriegen genau die gleiche lange Ampelphase wie die Hauptstraße. Das ist natürlich auch wieder nichts. Aber hier sind ganz, ganz viele Linksabbieger. Ich sehe es. Ich sehe es. Und hier stehen sie natürlich auch. Dieser lange Rückstau irgendwie. Warum eigentlich? Achso, hier. Oh Gott. Liebe Leute, es gibt viel zu tun mit dem Verkehr hier. Es sieht eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlimm aus. Es sieht eigentlich so aus, als fahren die irgendwie in Mist zusammen und deswegen hängen sie hier. Ah, hier fahren sie auf der linken Spur. Aha, vielleicht ist ihnen das hier zu eng. Vielleicht ein bisschen. Es scheint hier zu stehen irgendwie. Das ist vielleicht zu sehr geknickt. Seit wann gibt es denn da Kräne? Das ist irgendwie gar nicht aufgefallen, dass es Kräne gibt, wenn die Häuser ausgebaut werden. Ja, aber hier, da scheinen sie zu stehen. Das ist Mist. Wir reißen ab! Entschuldigung, John. Weg damit! Oh Gott, willst du jetzt alles wegmachen? Okay, ich versuch's mal anders.
Ich versuche mal hier rumzukommen. Busspur, ja. So. Geht sich ein bisschen runder vielleicht? So. So. Okay, jetzt haben wir hier dieses komische Dreieck und da kommt niemand hin. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nicht mehr so komisch abbiegen. Wir schließen das irgendwie anders an. Zwei Gebäude werden entfernt. Es sieht merkwürdig aus, ich weiß. Es ist sehr komisch. Oh. Da haben wir so ein bisschen Zeug drauf, das wir nicht brauchen. So. Aber jetzt müssen sie ja nicht mehr so komisch anhalten. Und vielleicht fließt der Verkehr dann besser ab und dann hängen sie halt alle weiter vorne. Hier sieht es insgesamt ein bisschen besser aus, das, was wir vorher gemacht haben. Und ja, liebe Leute, ich würde fast schon sagen, ich muss jetzt leider schon aufhören, weil ich krieg's sonst nicht mehr hin, das Video rechtzeitig fertigzustellen. Es tut mir sehr leid. Ich habe mich schon entschuldigt, aber es tut mir immer noch sehr leid. Wegen dieser Stelle hier drüben sieht gar nicht mehr so schlimm aus, eigentlich. Wegen dieser Stelle hier drüben. Es ist natürlich nicht so geil, dass ich den Verkehr hier mal anhalten lasse. Wir haben gesehen, dass es hier sehr viele Linksabbieger gibt. Das wissen wir jetzt. Deswegen mache ich das wieder kleiner. Die Ampel bleibt erstmal. Nein! Nichts davon soll dahin. Mein Gott. Ja, die Ampel bleibt erstmal. Wir können sogar das als noch kleinere Straße machen. Damit die Ampelphase noch kürzer wird. Wir machen das überall so hin. Was ist eine kleine Straße hier? Nee, ist sie nicht. Okay. Wir machen das alles mal klein. So, ja. Wir werden das irgendwann anders mal anschauen. Und nächstes Mal geht es dann, denke ich, weiter mit, ja, mit dem Stahl. Den schauen wir uns dann genauer an. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen, auch wenn es nur kurz war heute. Und wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut, bis dann. Eure Lucida. Tschüss.